Good morning, heute mal eine kleine neue Review zum River and Raids Update von Assassin's Creed Valhalla. Mega geiles Update im Großen und Ganzen. Es gibt zwar wegen dem Update zwei neue Kategorien, eine eher traurige und eine eher ganz coole. Einmal die Kategorie Bugs, Digga, wow, da bin ich reingehypt. Und einmal die Kategorie zusätzlicher neuer Inhalt. Und dann würde ich sagen, ab dafür, Abfahrt und kleine Anmerkung nochmal am Rande. Das handelt sich nur um das Update von River and Raids. Und nicht um allgemein das Valhalla-Gameplay. Weil dazu kommt irgendwann nochmal eine Review, wenn ich komplett mit dem Game wirklich fertig bin. Deswegen würde ich jetzt sagen, Abfahrt dafür, let's go. Das Gameplay ist sehr ähnlich zu den normalen Worlds, die wir schon in England haben. Wenig überraschend sind diese Worlds zum Glück wiederholbar. Und dadurch können wir sehr viel Geld, Loot und Gold farmen. Das allgemeine neue Gameplay, in Anführungszeichen neues Gameplay, von Raids unterscheidet sich im Großen und Ganzen kein Stück von normalen Raids, außer in dem einen Aspekt, dass sie wiederholbar sind. Selbst die drei neuen Fertigkeiten, die wir im River and Raids Update bekommen haben, machen aus dem River and Raids Update kein neues Spiel. Sehr enttäuschend, deswegen bekommt die Kategorie Gameplay nur 3 von 5 Hungercoin von mir. Es gibt eine kleine oder mehr größere, sagen wir kleinere, neue Nebenquests, wo wir eine neue Rüstung plus Schwert und Schild und ich meine jetzt nicht das Pokémon-Spiel bekommen. Diese neue Quest plus auch zwei Gebäude und allgemein grundlegend alles vom River and Raids Update bekommen wir vom Wagen. Den neuen Questgeber und maybe gibt es da irgendwann später noch mehr Quests, das ist jetzt aber noch nicht zu sagen. Die Quest lauten im Großen und Ganzen eigentlich nur so, lauf dahin, hol die Sachen da, hol die Sachen hier. Es sind Hinlauf- und Abgebequests, es ist nichts Großes, nichts Ganzes, deswegen bekommt die Story vom River and Raids Update nur 2 von 5 Hungercoin. Wie schon gesagt, es gibt drei neue Areale, die mehr oder minder frei erkundbar sind. Was meine ich mit mehr oder minder? Also, du kannst an manchen Stellen einfach nicht über die Map rüber. Das ist mit einer unsichtbaren Wand, so einer Helix-Bug, abgesperrt wie der G20-Gipfel in Hamburg. Diese drei neuen Areale sind auch nicht wirklich neu, die sind einfach resampled vom Hauptspiel, in Anführungszeichen von England, von der Hauptmap, die wir haben. Was im Großen und Ganzen auch nicht schlimm ist, weil diese drei neuen Orte auf der Hauptmap spielen. Aber ein ganz großer Fehler, den Ubisoft hier wieder begangen hat, ist, sie haben wieder das Copy-and-Paste-System von Odyssey und Origins angewandt, man einfach 17 Mal die Burgen irgendwo reinkopiert. Und das war im Großteil von Assassin's Creed Valhalla nicht so. Da war jede Festung, jede Stadt, jedes Gebäude für sich allein stehen. Das war einzigartig. Und im Update haben sie wieder Copy and Paste. Und das finde ich sehr schade. Sie diesen Fehler wiederholen. Und deswegen bekommt die Spielwelt, die wir im Update dazu bekommen haben, 3 von 500 Coin. Auch unter anderem wegen dem Aspekt Copy and Paste. Es gibt eine neue Rüstung mit Schwert und Schild. 3 neue Maps. Wagen bestellt uns dennoch noch dazu 2 neue Häuser, einmal sein Haus, wo wir die Quest annehmen und abgeben und eine sogenannte Soldatenhalle, wo wir unsere Soldaten von den River Raids drin finden und absprechen können. Noch dazu gibt es für das Langboot neue Skins, genauso das Langboot ist auch upgradebar und wenn wir schon beim Thema Skins sind, gibt es neue Tätowierungen, 4 Stück an der Zahl. Noch dazu gab es, wie schon gesagt, 3 neue Fähigkeiten und dann gibt es noch 8 neue Fertigkeiten. Diese 8 neuen Fertigkeiten, genauso wie die Fähigkeiten, ändern das Gameplay nicht im geringsten. Sie sind vielleicht ganz nette Ergänzung, aber mehr ist auch nicht bei rumgekommen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Update hat sehr viel Inhalt geboten und bietet für so 12 bis 16 Stunden Gameplay. Kommt drauf an, wie schnell man unterwegs ist und in was für ein Tempo man durch die Map düst. Deswegen kriegt das River and Raids Update, was den Thema Inhalt angeht, 4 von 5 Hungercoin. Die Bugs in Valhalla ziehen sich länger als ein Kaugummi, mehr kann ich dazu auch bald nicht mehr sagen. Also einmal halt mit diesem Bug hier, ein Schweinepferd, ganz, ganz wilde Geschichte. Rudi, wo hat den Herd? Ach, keine Ahnung, Absturz. Jetzt kommen wir mal zum richtigen Bug. Schon mal drin? Da gab es schon mal solche Bugs in der Richtung, aber du kannst einfach gewisse Sets wie das Berserker-Bären-Set und den spartanischen Bogen und die Mondlicht
Axt nicht mehr benutzen. Was heißt nicht mehr benutzen? Du kannst sie benutzen, du kannst sie bloß nicht aufwerten. Wertest du sie auf, wird sie wieder zurückgesetzt. Ergo sind dann deine ganzen Materialien, die du da reinsteckst, weg. Wie die Runen, die Tungustenbarren, das Leder, das Bronze. Ist alles weg. Und das ist ein Bug, der meiner Meinung nach schon längst gefixt wurde. Bis heute noch nicht gefixt wurde. Stand 20.02. Und Ubisoft da nichts gegen macht. Weil es sind meistens Sachen, wofür man bezahlt hat oder die man durch Twitch Prime etc. bekommen hat. Und wenn die Leute dafür in enger Hinsicht Geld bezahlen, sollte man das schon schnell fixen. Und selbst wenn man dafür kein Geld bezahlt hat oder tut, sollte man es trotzdem schnell fixen, weil es einfach lächerlich ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und da kriegt die Kategorie Bugs von mir bei Assassin's Creed Valhalla 1 von 5 Hungercoin. Zum Fazit. Das River and Wells Update ist im Großen und Ganzen ganz gut gelungen. Eine kleine Mini-Quest. Der zusätzliche Inhalt, der reingekommen ist, ist auch ganz passabel, sagen wir es mal so. Also ist schon viel Stuff für ein kostenloses Update, das muss man immer noch dazu sagen. Und deswegen kriegt das River and Wells Update im Durchschnitt von mir 3 von 5 Hungercoin. Und damit würde ich dann auch mich verabschieden und würde sagen, wieder schon reingehauen. Tschö.